Oh, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Nein! Oh Gott, Lia, nicht dein Ernst! Komm da weg, Lia, komm da weg, komm da weg, komm da weg! Das... Oh mein Gott! Mir wird so schlecht. Mir ist so schlecht. Lia, oh Gott, deswegen kannst du bitte mal geradeaus fahren. Ist es denn so schwer, Leute? Ahoi auf hoher See und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video, Ladies and Gentlemen. Ich brauche mich hier gar nicht bei drehen, weil ich drehe mich schon so, weil Lia das Boot die ganze Zeit... Alter, kannst du mal bitte geradeaus... Ich habe keinen Bock mehr. Nee, komm, da ist irgendwas. Guck mal da vorne, jetzt auf einmal fährst du geradeaus. Jetzt auf einmal fährt sie wieder richtig geradeaus darauf zu. Und wir sind schon abgestiegen und müssen jetzt den ganzen Weg dahin schwimmen. Na, herzlichen Dank auch dafür. Nein, in dein Boot steige ich nicht mehr. Nein, ich steige, oh Gottes Willen, ja, ist ja schon gut, ich steige ja schon ein. Aber jetzt fahr auch bitte mal den geraden Weg. Bitte fahr auch mal gerade dahin. Nein, komm schon, bitte, es ist nicht mehr weit. Da ist irgend so ein cooles Gebäude oder so, das müssen wir uns doch mal angucken. Ich meine, wir sind hier auf hoher See und haben jetzt auf einmal hier irgendwas mega cooles entdeckt. Lass uns mal gucken, was das überhaupt ist. Das hier ist ein Unterwasser-Shopping-Center. Das bedeutet, hier kann man unter Wasser scheinbar, oh Gott, shoppen gehen oder auch einfach runterfallen und sich so, ja, ein bisschen planschen gehen. Das ist vielleicht auch mal ganz nett. So, ich bin jetzt nass wie ein nasser Hund. Ich muss mich erstmal hier abschütteln. So, den ganzen, das ganze Wasser und Glitzerstaub? Wo kommt denn der her? Du hast Glitzerstaub. Du verteilst hier Glitzerstaub. Ist es Feenstaub oder was verteilst du hier? Alter Falter. Okay, ja, noch mehr. Alles klar. Wo bist du da reingefallen? Achso, du bist ja wieder rausgekommen oder so. Was haben wir hier? Bauarbeiten betreten verboten. Oh nein, das Shopping Center hat noch geschlossen. Das ist noch gar nicht zugänglich für die Öffentlichkeit, also für uns. Lia, das tut mir sehr, sehr leid, aber wir werden heute nicht in diesem ultra coolen Unterwasser-Shopping Center shoppen gehen. Aber was ist das? Da ist eine Ente. Und da vorne ist ein Fuchs. Und das? Weiß ich nicht, was ist das? Soll das ein Maulwurf sein oder ein Hase? Oder vielleicht doch eine Schildkröte oder eine Ratte? Ich weiß nicht, was für ein Tier das ist, aber ich weiß, dass es eigentlich nicht in Gefangenschaft sein sollte da unten. Das bedeutet, wir müssen die Tiere hier rausholen. Das gibt's doch gar nicht. Das ist ein Shoppingcenter und kein Zirkus hier. Okay, lass uns mal runtergehen. Mal gucken, ob wir hier tatsächlich irgendwo langkommen oder so. Hoffentlich erwischt uns keiner, Leute. Hoffentlich erwischt uns keiner, während wir hier einbrechen quasi in das noch nicht eröffnete Shoppingcenter. Da sollten wir uns auf jeden Fall nicht erwischen lassen. Guck mal, hier geht's lang. Hier ist die Treppe, Lia. Genau, hier ist richtig so. Was haben wir da vorne? Hier entsteht die internationale Tierschau. Oh, das merke ich schon. Das merke ich schon, dass hier irgendwelche Tiere... Guck mal, hier, klack, können wir aufmachen. Dann kannst du hier einfach rausgehen, kleiner Truthahn. Lia, hilfst du mir ein bisschen? Kannst du... Was ist das? Du verteilst hier nur deinen Glitzerstaub, oder was? Lia verteilt ihren... Das gibt's doch gar nicht. Lia verteilt ihren Glitzerstaub und wir versuchen, die Tiere hier zu befreien. Ich meine, jeder hat so seine Aufgaben im Leben, von daher... Ach, soll sie mal machen? Ein kleines Kätzchen haben die hier sogar eingesperrt. Komm raus, Kätzchen, genau. Genieß die Freiheit hier draußen in Freiheit und so. So, mal gucken, was hier noch für Tiere sind. Ein Reh ist sogar hier... Oder ist es ein Hirsch? Der... Oh, Alter. Alter, der geht ja ab. Der freut sich aber wahnsinnig, dass er wieder frei ist. Der springt hier richtig heftig rum. Da vorne ist sogar ein Elefant. Alles klar, aber das ist, glaube ich, noch kein großer. Das ist, glaube ich, ein Baby-Elefant. Das ist sogar sehr traurig. Aber du kommst da raus. Auch wenn du ein bisschen dicker bist, du kommst da raus. Das weiß ich. Das habe ich nämlich schon mal probiert mit dem Elefanten. So, zack. Hier noch eine Schildkröte. Genau, die geht auch langsam raus. Was war das? War das die Schildkröte oder der Elefant? Oder warst du das? Dieses gruselige Geräusch gerade. Lia war es. Ich glaube, Lia war es. Okay, Freunde, mal gucken, was wir hier noch haben. Du hast schon einiges aufgemacht, aber draußen waren eigentlich auch noch Tiere. Das heißt, wir müssen jetzt, glaube ich, nochmal nach draußen. Ja, eine Schildkröte, Lia. Ja, ich sehe eine Schildkröte. War das der Elefant? Alter, irgendein Tier macht hier merkwürdige, gruselige Geräusche. Warst du das? Das ist der... Oh, ich weiß es nicht. Leute, ich will weg hier. Ich will weg von diesen Tieren. Ich glaube, vielleicht war die da auch zurecht eingesperrt. Ich weiß es nicht. Die machen mir nämlich ein bisschen Angst. Aber wir müssen jetzt die Tiere hier draußen auf jeden Fall noch ein bisschen befreien. Das ist ein Schwein, glaube ich. So ein Warzenschwein oder sowas. Oder ein... Ach, was weiß ich für ein Schwein. Ein kleiner Fuchs ist hier noch. Hallo Fixchen. So, und was haben wir da hinten noch? Da war nämlich... Ah, du bist wirklich ein Häschen. Okay, Leute, wo ist denn das Gitter? Hier vorne. So, zack. Oh Gott. Ich dachte gerade, das Häschen greift mich an. Attacke. Aber es war nur der Kaktus, der mich da gerade angegriffen hat. Leute, das ist ja der Wahnsinn. Okay, mal gucken, ob unten noch irgendwelche Tiere sind. Lia jagt das Schwein da hinterher und will mit dem Schwein spielen. Alles klar. So, wir gucken mal hier runter. Der Fuchs ist hier auch gerade unterwegs, aber... Da unten liegt Glitzerstaub. Ich glaube es ja nicht. Lia hat ihren Glitzerstaub auch einfach mal da unten verteilt. Aber das wollen wir uns jetzt gar nicht weiter... oh, hi. Na du? Alles Klärchen bei dir? Das wollen wir jetzt gar nicht weiter hier irgendwie beachten, den Glitzerstaub. Aber was wir machen können, Lia, wir können tatsächlich... Bleib doch mal stehen! Bleib doch mal stehen! Bleib doch mal hier! Ich rede mit dir! Hörst du mir zu? Was?
Oh Gott, ich wollte, dass du ins Wasser fällst. Es tut mir so leid. Guck mal, dafür bin ich jetzt auch hier raufgefallen. Es tut mir wirklich leid. Ich wollte eigentlich nicht ins Wasser schubsen, Lia. Bitte entschuldige. Ja, du verteilst mal deinen Glitzerstaub heute. Heute ist sie irgendwie ein richtiges Mädchen. Ich weiß es nicht. Nein, wir werden jetzt ganz einfach hier so, zack, einmal runtergehen und uns das Ganze nochmal angucken. Weil was wir eigentlich auch mal machen könnten hier in diesem noch nicht eröffneten, quasi auf illegalem Gebiet, wo wir uns hier gerade befinden. Das ist ja gerade verboten, was wir hier machen, quasi in so ein Shoppingcenter einzubrechen, während es nicht eröffnet ist. Könnten wir vielleicht sogar ein kleines Hide-and-Seek machen. Was hältst du davon, wenn wir hier so ein bisschen Verstecken spielen oder sowas? Das ist eine coole Idee. Vielleicht können wir ja in den Geschäften oder so mal vorbeischauen, ob wir uns da verstecken können. Da vorne geht es, glaube ich, zu den Geschäften. Was haben wir denn hier stehen? Bauarbeiten, Geschäfte sind zurzeit geschlossen. Na, herzlichen Dank auch, Freunde. Das Shoppingcenter hat noch nicht eröffnet, aber vielleicht können wir irgendwo anders lang gehen. Da vorne sieht es eigentlich so aus, als kommt man da durch. Lia, weißt du was? Ich werde mir jetzt ein cooles Versteck suchen. Du zählst einfach bis 100 Milliarden, Millionen, 10 Trilliarden, 1824 Milliarden. Okay, ist das gut? Ja, dann kommst du mich danach suchen. Okay, dann fangen wir mit 1 an. Und bis dann, ciao. Okay, Leute, wir machen uns mal auf den Weg und gucken mal, wo wir uns verstecken können, während Lia bis 1 Milliarde, Trilliarde irgendwie gezählt hat. Und dann hoffentlich sind wir bis dahin schon versteckt. Da vorne geht es irgendwie nicht rein. Also mal gucken, ob wir vielleicht nach oben können. Oder es sieht mir auch so aus, als wenn es hinten tatsächlich ein bisschen weiter durchgeht. Hier hinten lang scheint noch... Alter, das ist ja riesengroß, dieses Shoppingcenter, was hier entsteht. Also wenn das fertiggestellt ist, dann will ich auf jeden Fall mal einkaufen gehen. Also das lasse ich mir nicht nehmen. So, zack, wir gucken mal weiter. Hier kannst du ja sogar richtig rausgucken. Alter, Falter, das ist ja mega cool. Hier geht es irgendwie nach oben. Ich will, glaube ich, noch gar nicht nach oben. Wir bleiben mal hier unten und gucken mal, wo es unten lang geht. Ansonsten verirren wir uns, wenn wir hier irgendwie alle 2 Sekunden irgendwo anders lang gehen. So, was haben wir hier? Oh Gott. Ach du heilige Kanone. Hier ist ein Lager. Hier ist einfach ein TNT-Lager im Shoppingcenter. Oh mein Gott, Leute. Das kann aber übel enden. Warum lagert die hier? Wahrscheinlich von den Bauarbeiten, wenn die sich irgendwie den Weg freisprengen müssen oder sowas. Dann haben die hier TNT gelagert. Und da hinten ist sogar noch eine Druckplatte. Alter, das kann richtig übel enden. Also wer da auf diese Druckplatte geht, der hat auf jeden Fall, dann haben wir ein großes Problem. Aber ich hoffe, dass es keiner so doof ist. Okay, wir gucken mal weiter, ob wir hier irgendwo ein cooles Versteck finden. Ich meine, Lia wird ja noch mal bis 1 Trilliarde oder so zählen müssen, bevor sie uns suchen darf. Von daher haben wir ja, denke ich mal, ein bisschen was an Zeit noch übrig, wo wir uns verstecken können. So. Was können wir denn machen? Hier ist es sehr, sehr schön auf jeden Fall, was wir hier unten für eine Seenlandschaft und sowas haben. Wir könnten uns natürlich einfach hier so, zack, warte mal, so, genau. Hier, ey, sie würde uns niemals finden. Sie wird uns niemals so finden, aber was uns fehlt, Freunde, was uns da fehlt, ist natürlich ein Unterwasseratmungstrank, weil wir ja nicht unter Wasser atmen können und wir können ja nicht Ewigkeiten so bleiben. Das bedeutet, wenn wir irgendwo einen Unterwasseratmungstrank finden, dann wäre das natürlich mehr als optimal. Und dann, warte mal, was haben wir da vorne? Da vorne ist ein Geschäft mit Rüstung und ein Geschäft mit Tränken. Warte mal, wir gehen mal hier rein. So, zack, okay. Ist noch niemand hier. Die scheinen auch noch nicht so hundertprozentig eingerichtet zu sein. Aber was haben wir hier für Tränke? Ist das... Oh nein, es ist nur Nachtsicht. Es ist nur Nachtsicht. So, ich nehme mal 2 raus. Das fällt vielleicht gar nicht aus, falls Lia und ich mal einen brauchen. Und was haben wir hier? Es ist auch nur Nachtsicht. Die sieht auch aus wie Nachts. Es ist Unterwasseratmung. Oh mein Gott, wir haben hier einen Unterwasseratmungstrank. Das ist perfekt, Leute. So können wir die ja richtig schön trollen. Okay, ich werde das mal hier aus dem ersten Slot meines Inventars rausnehmen. Dann hier einmal nach draußen gehen. Und dann werden wir mal zurückgucken und mal schauen, ob wir... Wisst ihr, die wird ja irgendwann da vorbeikommen. Wir werden es einfach da vorne in das Wasser legen. Und dann gucken wir mal, wann Lia tatsächlich auf die Idee kommt, uns da hinten zu suchen. Wir gehen mal hier ganz sneaky lang. Ich hoffe nicht, dass sie schon angefangen hat zu suchen oder sowas, weil ansonsten wäre das natürlich fatal, wenn sie uns jetzt hier irgendwo sieht. Wir werden mal so ein bisschen in F5 gucken, ob sie hier irgendwo unterwegs ist, aber sieht... Oh Gott, da ist sie. Da vorne ist sie, Leute. Okay. Warte mal. Wir schauen mal hier über diese... Ganz vorsichtig. Sie steht da bei den Blumen. Seht ihr sie? Sie steht da vorne und hat Glitzerstaub auf die Blumen verteilt. Was ist denn heute mit ihr los? Und sie erntet die Blumen. Achso, sie will Blumen pflücken. Ja, natürlich. Ich meine, wer geht nicht gerne ins Kaufhaus, um Blumen zu pflücken? Wer macht das denn nicht gerne? Also ich zum... Wo geht sie hier? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Sieht sie uns? Hat sie uns gesehen? Oh mein Gott. Das war ja mal mega knapp. Das hatte ich jetzt gar nicht gesehen, dass sie da irgendwie rumkommt oder so. Wo geht sie denn hin? Was macht sie denn da? Okay, oh Gott, da ist sie. Okay, warte mal, so hier ein Zack. Wir sind undercover unterwegs. Wir sind eine kleine Maus, die irgendwie über den Boden krabbelt. Das fällt überhaupt nicht auf, dass wir hier irgendwie da sind oder sowas. Lass uns mal gucken, wo sie ist, Leute. Ich bin so aufgeregt gerade. Nicht, dass sie uns sieht oder so, aber ich glaube, wir sind relativ unauffällig gerade unterwegs. Mal gucken, wo sie jetzt ist. Ist sie da? Nein.
Oh, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Nein! Oh Gott, Lia, nicht dein Ernst! Komm da weg, Lia, komm da weg, komm da weg, komm da weg! Das... Oh mein Gott! Was hast du getan? Du bist auf die Druckplatte gegangen. Das ist... Oh, Leute, das gibt es doch gar nicht. Das ganze Shopping Center ist in die Luft geflogen. Weißt du was? Gleich kommt die Security. Wir müssen jetzt ganz schnell abhauen. Hier ist ein Trank der Unterwasseratmung. Hier hast du einen Trank der Nachtsicht. Trink einfach beides. Hau dir beides rein. Wir beiden. Wir müssen jetzt hier ganz schnell abhauen, bevor uns die Security in irgendeiner Weise erwischt. Freunde, wir werden jetzt hier ganz schnell verschwinden und hoffentlich das Ganze überleben. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr wollt es mir mal wieder in Hide and Seek machen unter Wasser, was denn vielleicht auch mal wirklich funktioniert und nicht irgendwie mit einer totalen explosiven Chaos-Explosion endet oder sowas, dann lasst ein Like und einen Kommentar da. Ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall morgen im nächsten Video. Bis dann wünsche ich allen noch einen fantastischen Tag und hasta la pasta!